Hamlins Schulter könnte für die Carolina Panthers zu einem größeren Problem werden als bislang angenommen. Nun räumte Teambesitzer David Tepper ein, dass selbst ein Jahr Pause für den Quarterback denkbar sei. Auf die Frage, ob Nens Situation vergleichbar sei mit der von Andrew Luck bei den Indianapolis Colts, sagte Tepper am Dienstag gegenüber ESPN, wenn sie mir sagen, dass er ein Jahr Pause machen und dann vollkommen genesen sein könnte und es wirklich nur ein extra Jahr kosten würde, warum sollten wir das dann nicht machen? Tepper fuhr fort, dann müssten wir allerdings noch weitere Schritte unternehmen. Wir müssten einen anderen Quarterback verpflichten. Wenn sie uns ein wenig mehr Cap Space finden könnten, wüsste ich das zu schätzen. Nen verpasste die zwei letzten Spiele der Saison, nachdem das Team zum Schluss gekommen war, dass die vor der Saison 2017 operierte Schulter nicht dem Zustand entsprach, in dem Nen dem Team die besten Chancen zum Sieg gegeben hätte. Das Team soll sich mit seiner medizinischen Abteilung in Diskussionen befinden, wie man die Schultern Nens am besten stärken könne. Dabei sind laut ESPN Ruhe und eine weitere Operation die wahrscheinlichsten Optionen. Sollte es zu einer zweiten Operation kommen, wäre ein Komplettausfall für die Saison 2019 wohl die Folge.